Die Sonne strahlt über Katina und mit dir natürlich Vincent Griechmeier. Der Oberösterreicher hat es tatsächlich gepackt und sich zum Weltmeister im Super-G gekrönt. Eine furiose Fahrt von ihm. Er ist mit Siegen aus Garmisch und Kitzbühel hierher gekommen, war der absolute Favorit und ist dieser Favoritenrolle Herr geworden und hat sich die verdiente Goldmedaille vor wenigen Sekunden bei der Medaillenfeier abgeholt. Das Rennen selber, das war sehr, sehr spektakulär, vor allem wegen einer Passage nach rund 30 Fahrsekunden. Ein weiter Sprung, umlegen und dann ist sich für viele Läufer das nächste Tor gar nicht mehr ausgegangen. Der Vince, der hat es richtig klug gemacht, leicht angedriftet, sogenannt ein Golddrift hat er gemacht, ist sich dann super ausgegangen, ist auf Zug durchgefahren und das war der Schlüssel zum Sieg. Und Gold für Vincent Griechmeier am ersten Renntag dieser Weltmeisterschaft. Was gibt Schöneres? Ja, und wie geht es jetzt weiter die nächsten Tage? Wann jubeln wir das nächste Mal? Ja, hoffentlich so früh wie möglich. Morgen ist nur ein Abfahrtstraining geplant, sowohl der Damen als auch der Herren. Um Medaillen geht es dann erst wieder am Samstag. Da fahren die Damen die Königsdisziplin, die Abfahrt. Die Herren, die folgen dann am Sonntag mit der Abfahrt. Und in diesen beiden Speedrennen, da dürfen wir uns auf jeden Fall etwas ausrechnen. Die Damen, die haben ja etwas gut zu machen. Da ist der Einstieg heute in die WM leider misslungen. Tamara Tippler nur auf Rang 7. Die weiteren drei Ladies nicht einmal in die Top 15. Und bei den Herren, da haben wir Matthias Meyer. Der war in den letzten sechs Speed Rennen immer am Podest. Heute nur Sechster in seinem 10. WM-Versuch. Wieder keine Medaille für den Doppel-Olympiasieger. Der ist heiß auf Sonntag, der ist heiß auf die Abfahrt und ich bin mir sicher, am Wochenende gibt es wieder Grund zum Jubeln für uns.